Heute machen wir einen Burger mit richtig viel Beef. Schönes 125 Gramm Patty und 80 Kilo Pastrami mit drauf. Einfach als Topping. Das wird richtig krass. Und jetzt viel Spaß bei der Burger. Und am siebten Tag schuf Gott den Burger. Du liebst Burger. Genauso wie wir. Und deswegen wollen wir jeden Burger auf diesem Planeten in unsere Küche holen, um die besten Burger auf dem Planeten zu finden. Willkommen zur Burger. Als Fleisch benutzen wir heute so ein Picanha-Steak. Das war eingefroren und das haben wir jetzt halb aufgetaut, damit wir es gleich selbst in den Fleischwolf wolfen können. Man sieht hier, das hat eine richtig schöne Fettkappe. Das heißt, das wird richtig, richtig saftig werden, das Fleisch. Wenn du dein Fleisch auch selbst wolfen willst, aber es ein bisschen professioneller machen willst, dann kannst du am besten 80% Fleisch ohne Fett nehmen und 20% Fett. Bei uns wird das nicht ganz so sein, aber da das Fleisch selber schon sehr fettig ist, sollte das richtig gut werden. Wie schon gesagt, wolfen wir natürlich unser Fleisch selber. Dafür haben wir uns einfach dieses fette Steak genommen und es richtig schön zersäbelt. Einfach in ein paar Streifen geschnitten. Das kannst du jetzt am besten ein bisschen anfrieren, sodass es einfach fester wird. Da unseres noch halb eingefroren war, brauchten wir das dann nicht machen, sondern konnten es einfach so wolfen. Was du auf jeden Fall auch machen solltest, ist alle Teile, die mit dem Fleisch in Kontakt kommen, auch noch mit einfrieren, damit die so kalt wie möglich sind und später das Fett nicht schmilzt. Dann kannst du einfach nach und nach deine Streifen in den Fleischwolf schmeißen und runterdrücken und dann sollte das perfekt gewolfte Fleisch rauskommen. Das Ganze kannst du noch ein bisschen durchmischen, damit das Fett sich schön verteilt und dann musst du nur noch deine Kugel formen. Für den Burger brauchen wir ein 125 Gramm Patty, was ein Smashburger werden soll. Also einfach 125 Gramm abwiegen und eine Kugel draus formen. Die Kugel kannst du dann erstmal in den Kühlschrank stellen und mit dem Rest weitermachen. Jetzt kümmern wir uns um unsere Soße. Dafür brauchen wir auch wieder nicht viel, das wird richtig simpel. Wir brauchen ein bisschen Ketchup, ein bisschen Mayo und wir brauchen Gurkenrelish. Und das machen wir uns wieder selber. Wir haben hier unsere selbst eingelegten Gurken. Link findest du unten in der Beschreibung. Das ist mega easy. Du kannst im Grunde alles genauso einlegen. Dann machen wir gleich unser Relish. Das schmeißen wir einfach nur ein bisschen zusammen und dann haben wir schon die perfekte Burgersoße für diesen Burger. Als erstes machen wir unser Relish fertig. Und ich habe ja schon gesagt, dafür benutzen wir unsere eigene Gurke. Also einfach eine richtig dicke Scheibe nehmen und die einfach zu Brei hauen. Wir haben dann noch ein kleines Stück Chili, die mit eingelegt war, genommen und auch mit reingemacht. Da hat man aber später nichts von gemerkt. Also wenn du es ein bisschen scharf möchtest und ein bisschen deftiger, kannst du ruhig ein bisschen mehr Chili reinmachen. Das Ganze war dann etwa ein Teelöffel Relish und das kommt einfach in eine Schale. Dazu kommen dann 3 Teelöffel Ketchup und 3 Teelöffel Mayo und etwa ein Viertel bis halber Teelöffel Zwiebelpulver. Dann natürlich noch mit Salz und Pfeffer würzen und alles schön durchklatschen, an die Seite stellen zum Durchziehen und mit dem Rest weitermachen. Jetzt kannst du auch ganz schnell noch eben die anderen Toppings fertig machen, nämlich ein wenig Eisbergsalat, den haben wir einfach halbiert und in ganz kleine, feine Streifen zerhauen. Und dann haben wir uns noch eine Zwiebel genommen, die auch halbiert und uns Viertelringe rausgeschnitten. Und die Toppings sind fertig. Wie gesagt, kommt auf dem Burger nicht nur eine geile Soße, sondern Pastrami. Wir haben hier so richtig geile, fette Scheiben Pastrami. Die hauen wir uns gleich einfach komplett drauf. Das sind so 130 Gramm. Du kannst natürlich ein bisschen weniger nehmen. Du kannst auch von mir aus Roastbeef nehmen. Das sollte genauso geil werden. Wir nehmen aber dieses. Und das wird richtig gut. Das hauen wir uns gleich auf den Burger. Natürlich brauchen wir auch wieder Buns. Wir haben hier unsere selbstgebackenen Brioche-Buns. Diesmal mit ein bisschen Sesam drauf. Das soll auf diesem Burger einfach so. Das zersäbeln wir uns gleich und toasten es ein bisschen. Bevor wir das aber machen, lass auf jeden Fall ein Like da. Schreibt einen Kommentar, was wir noch so machen sollen. Und ich hoffe, bis dahin gefällt dir die Folge. Also lass wirklich ein Like da. Also, das Bun einfach wieder wie immer zersäbeln. Die sind heute auch mal wieder ganz frisch gebacken. Und man merkt, unser Sesam ist perfekt dran geklebt. So. Normalerweise würden wir da jetzt Butter draufhauen und den dann toasten, aber unsere Pfanne ist noch vom letzten Burger-Bibel-Video so geölt, dass wir es einfach so machen. Das reicht vollkommen aus, die heizen wir jetzt ein bisschen auf, sind gleich fertig getoastet und gut ist. Jetzt kümmern wir uns endlich ums Patty. Dafür kannst du wie immer einfach die Kugel in die Gusseisenpfanne legen, die natürlich auf voller Hitze ist und das Gerät richtig schön platt hauen. Wenn du auch einen Pfannenwender mit Löchern drin hast, kannst du so ein Stück Backpapier nehmen, so wie wir das machen. Dann würzt du natürlich vorher die Kugel mit Salz und Pfeffer und haust das Ding so platt, wie du es kriegst. So, unser Patty ist jetzt am Braten. Das muss gleich gewendet werden. Aber jetzt bereiten wir schon mal unseren Bun vor. Wir hauen jetzt hier einfach unten eine richtig schöne Klatschsoße drauf. Und das gleiche oben auch. Die Menge, die wir gemacht haben, ist ungefähr für ein, maximal für 2 Burger. Jetzt kommt natürlich auf die Unterseite erstmal Zwiebel. Wir machen ruhig ordentlich richtig was drauf. Kannst sie natürlich auch feiner machen, aber ich finde das so dick ganz geil. Dann kommt eine gute Handvoll von unserem Eisbergsalat drauf. So, jetzt müssen wir zu unserem Patty. Das muss nämlich gewendet werden. Und man merkt, das muss richtig abgekratzt werden. Das ist auch gut so, weil... Boom! Darauf kommt jetzt noch eine Scheibe Käse.
und dann ist das Patty fertig. Rüber damit und ablegen. Jetzt kommt hier natürlich dieser Haufen drauf. Und ich finde, da können wir ruhig ordentlich overboard mitgehen. Machen wir noch ein bisschen Soße mehr hier drauf, warum nicht? Zack, Deckel drauf. Oh, das sieht fantastisch aus. Ja, du kannst. Alter. Cheers, Alter. Auf das Ding freue ich mich schon den ganzen Tag. Boah. Mega geil. Das ist einfach ein simpler Burger, der durch dieses Pastrami so einen Kick nach oben kriegt. Richtig gut. Wenn man das noch selber macht, dieses Pastrami. Aber das Relish mit den selbst eingelegten Gurken macht es auch nochmal tausendmal besser. Leg deine Gurken selbst ein. Link unten in der Beschreibung. Back deine Buns selbst, Link unten in der Beschreibung.